herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und die unter Ihnen, die diese Sendung schon länger verfolgen, wissen, dass ich musikbegeisterter Mensch bin. Ich freue mich deswegen umso mehr, heute die Manuela Ina Kirchberger und Thomas Plumm bei mir im Studio zu haben, die mit ihren Instrumenten mich schon einmal verzaubert haben vor einer Woche. Sie sind mit einem kleinen Teil ihrer Instrumente hier, um uns zu zeigen, dass die Welt Klang ist. Nada Brahma, die Welt ist Klang, klingt vielleicht in ihren Ohren. Ich hoffe, dass es wieder mal eine überraschende und schöne Sendung wird mit den beiden hier in Leipzig. Ja, herzlich willkommen, Manuela Ina, Thomas. Ihr habt eine Menge Instrumente mitgebracht, aber ich weiß, es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum, was ihr da daheim an Instrumenten habt. Und ich freue mich, dass ihr da seid und ein bisschen aus der Welt der Klänge unseren Zuschauern nicht nur erzählt, sondern wie am Anfang auch kleine Kostproben gebt von den Klängen, die ihr erzeugen könnt. Ja, herzlich willkommen. Darf ich mit dir anfangen, Manuela Ina? Du bist schon ein bisschen länger unterwegs, hast auch Bücher geschrieben, ja, die Tempelträumer, eine Trilogie, wo zwei Bücher jetzt schon erschienen sind. Mhm. Die Tempelträumer von Manuela Ina Kirchberger, von denen sich viele Menschen schon berührt gefühlt haben. Aber in erster Linie ist dein Leben die Welt des Klangs. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja nicht Toningenieur studiert. Nein. Also von vornherein war ich schon als Kind immer sehr musikbegeistert. Also ich habe schon als 3-4-jähriges Mädchen immer Künstler angeguckt. Also mein Vater, der war auch Elektriker und hat also hinter vielen Bühnen gearbeitet und hat mich auch immer mitgenommen. Und so bin ich mit Musik in Berührung gekommen. Und ja, also ich habe auch selber Klavier spielen gelernt. Also so ganz ohne Lehrer, weil ich fühlte mich eigentlich nicht so hingezogen so zu dem ganz normalen Musiksein, sondern es hat mich berührt, aber ich hatte keine Empfindung zu dem, was die anderen da gemacht haben, dass ich das so reproduzieren wollte. Also einfach und nachspielen oder von Noten? Oder genau, so. Also ich hatte, das war einfach nicht mein Weg. Und es hat dann also schon auch noch eine Weile gedauert, ehe ich dann mit der Musik oder mit dem Klang meinen Weg gefunden hatte. Also ungefähr 2000 kam in die Familie damals eine Klangwiege. Das ist also ein Obertoninstrument, ein Monochord. Das Monochord stammt aus dem Altertum, das wurde von Pythagoras erfunden und später wird es dann weiterentwickelt in verschiedenen Kulturen. Daraus entstand dann auch die Klangwiege, das ist also ein Instrument, da kann man sich drauflegen und das ist unten drunter mit ganz vielen Saiten bespannt, die alle auf einen Ton gestimmt sind. In mehreren Oktaven dann? Nee. Oder nur der gleiche Ton? Das ist der gleiche Monochord. Ton, also deswegen ja auch Monochord. Ah, Monochord bedeutet nicht, dass es in Oktaven der gleiche Ton ist, sondern wirklich tatsächlich der Es ist der gleiche Grundton. Also ja. Es gibt natürlich viele Leute, die damit experimentiert haben. Also ich würde damit auch gerne mal experimentieren, wirklich so immer den einen Ton aus einer ganzen Klaviatur zu haben. Ja? Also dass man da die verschiedenen Oktaven hat, das ist sicher auch nochmal sehr, sehr spannend, weil man da zwar den gleichen Grundton hat, aber in verschiedenen Tonlagen. Also das ergibt sicher dann auch nochmal ein Obertonspektrum, was interessant ist. Das heißt, das, was hier zu meiner Rechten ist, ist das so ein Monochord? Oder? Das kommt aus der Familie der Monochorde. Aus der Familie, der Monochorde, genau. Aber mit dem gleichen Ton? Oder mit zwei verschiedenen? Das hat zwei verschiedene Grundtöne. Die wechseln sich ab. Ja, also zweimal A, zweimal D, zweimal A, zweimal D. Und wenn man jetzt mehrere Grundtöne hat, da wird dann dieser Höreindruck auch nochmal ein anderer. Also wenn ich jetzt ein Instrument habe mit einem Grundton, habe ich natürlich auch, wenn ich die alle anspiele, im Obertonbereich einen orchestralen Höreindruck. Doch.
Ja, und man hat das Gefühl, Geigen, Flöten, Klavier, Stimmchen zu hören. Und wenn ich jetzt zwei Grundtöne habe, wie zum Beispiel bei der Elfenharfe, dann kannst du mal einspielen. Ja? Etwas langsamer vielleicht. Okay. Ja, da hört man ganz deutlich, dass es eben zwei verschiedene Grundtöne sind. Ja. Und, die Teil eines Dreiklangs sind. Ne? D und A gehören ja zum D-Dur-Dreiklang. Ja. Genau. Und ja, also die Elfenharfe ist auch noch ein sehr besonderes Instrument für mich, weil sie ist auch irgendwie durch mich entstanden. Also ich hatte dann, nachdem ich eine Klangliege hatte, hatte ich natürlich dann so sofort Wünsche entwickelt, weil ich merkte, da habe ich einen guten Bezug hin und dann wollte ich ein Instrument gerne haben, was kleiner ist als die Klangliege, was ich einfach mitnehmen kann, überall hin und spielen kann, und das hat sich dann weiterentwickelt und irgendwann habe ich so gedacht, ja, ich brauche eigentlich einen Klang, der noch ein bisschen runder ist. Mhm. Und dann habe ich zu dem Rolf gesagt, der ja dann schon, ja, mit dem ich mich dann auch schon angefreundet hatte, der hatte dann schon viele verschiedene Instrumente für mich gebaut, baut doch mal ein rundes Monochord. Und da hat der sich umgedreht und hat immer gelacht und hat gesagt, na, die spinnt doch. Und ja, also das hat dann 5 Jahre gedauert, also habe ich ihm immer wieder in den Ohren gelegen, bis er dann irgendwann mal in einer Sternstunde eben angefangen hat, zumindest, es ist nicht rund, aber es ist oval, diese Elfenharfe hervorzubringen. Und ja, irgendwann stand er mal damit bei mir vor der Tür. Das ist jetzt nicht das Original-Mutterinstrument. Also ich habe auch wirklich das Originalinstrument dann bekommen von ihm. Das ist auch etwas größer noch. Und er hat gesagt, hier, das schenke ich dir. Und ich habe es dann auch Elfenharfe getauft. Ja. Und es ist auch so, dass eben in der Zwischenzeit diese Elfenharfe... Da gibt es schon ein paar jetzt. Das ist also das heißt, er hat aufgrund deiner Idee die nochmal gebaut und nochmal. Also er baut sie jetzt für die Leute und also er baut sie auch für jeden persönlich. Also jeder Elfenharfe hat dann auch andere Töne. Jeder kann sie sich aussuchen, auch die Töne, die drauf sind. Also es gibt auch welche mit einem Dreiklang. Und das ist auch schön. Vier verschiedene Größen, glaube ich, mittlerweile. Also es ist da ein sehr, sehr schönes Instrument wirklich draus entstanden. Ja. Ein sehr besonderes. Was aber eigentlich aus der Familie der Monochorde stammt, eben nur eine Weiterentwicklung ist. Also wir lieben das, die Leute lieben das, weil es einfach schon ein besonderer Klang ist. Das heißt, du bist praktisch, das Leben hat dich, ja, in diesem Fluss des Lebens bist du dahin gespürt. Genau, mit der Klangliege hat dann alles angefangen. Genau. Mhm. Und das hat mich dann einfach so weitergeführt. Also ich bin dann, auch als ich die Klangliege schon hatte, bin ich dann 2-3 Jahre später mal mit einer Frau in Berührung gekommen, bei uns im Theater. Die hatte diese Kristallklangschalen, aber so ganz große, so ab 50 Zentimeter. Ich dachte, es ist so ein Teelicht drin, wunderbar, wie das Licht im Raum verteilt wird, bis ich mitgekriegt habe, dass das eine Kristallklangschale ist. Ja, genau. Ja. Und das, ja, das klingt einfach, willst du? Ja, machen wir einfach, damit unsere Zuschauer eine Vorstellung haben. Also man muss dazu sagen, ihrem Empfangsgerät so mitbekommen wie ich hier im Studio, also wie der Ton wandert, obwohl die Kristallschale dort stehen bleibt. Ja, also die Klänge, das kann man allgemein sagen, die muss man einfach live erleben. Das ist einfach, das ist ein wahres Klangbad. Und diese Kristallklangschalen, mit denen bin ich dann da zum ersten Mal in Berührung gekommen, mit dieser Frau aus Österreich. Ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland hatten die damals noch nicht so viele.
Und sie hatte eben diese riesen Dinger, so 5, 6 Stück davon, die hatten so 50, 60 Zentimeter Durchmesser. Mhm. Und ich, also im Theater gab es einen Flügel und ich hatte sofort die Verbindung hin, Kristallklangschalen und Flügel. Und wir haben dann auch eine Aufführung gemacht. Die nannte sich dann Himmlische Klänge und göttliche Verse. Und ja, das war schon für die Leute damals sehr, sehr anspruchsvoll. Also die da zu uns ins Theater gekommen sind. Das zu erleben. Verse von Goethe. Ja, genau. Mhm. Und dazu diese intensiven Klänge von Kristallklangschalen mit Klavier. Du hast es ja selber auch erlebt. Mhm. Wenn du dann wach wirst wieder von der Klangreise, da brauchst du erstmal einen Moment. Ja, weil sich eben auch dein Fühlen und dein Bewusstsein verändert. Also ohne, dass du es eigentlich merkst. Ja, das merkst du dann erst, wenn du wieder hoch, was ist denn jetzt? Du merkst dann, ja, du kannst erstmal gar nicht so die Füße wieder auf den Boden stellen, die fühlen sich anders an als vorher oder so, ja. Es erreicht eine andere Ebene. Mhm. Also merke ich auch beim Singen, ja, international, Musik ist die Weltsprache Nummer eins, die ohne Worte verstehbar ist, aber auf eine andere, völlig andere Art und Weise. Ich habe in Costa Rica deutsche Volkslieder gesungen, die haben kein Wort verstanden, ich habe ein bisschen erklärt, aber fühlten sich so angesprochen, so berührt von den Melodien. Und dieser Ton, der umgeht sozusagen meinen Verstand. Ja. Das macht er, ja. Und das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Mhm. Genau, also es geht darum, also wir haben ja zwei Gehirnhälften und die eine ist eben die rationelle Hälfte und die andere ist eben die intuitive Hälfte. Und der Klang, der macht das ganz einfach, der öffnet dir einfach. Also ohne, dass man das wirklich so bewusst mitkriegt. Und es gibt natürlich Menschen, die sehr stark im Verstand sind und das nicht wissen und sich wehren. Und das wird dann so ein, also deswegen sage ich dann auch oft vor der Klangreise, versucht einfach zu entspannen und das loszulassen. Ja. Und dann werden die Gedanken immer mehr, natürlich dann. Mhm. Ja, so lange, bis man losgelassen hat. Aber man hätte auch die Chance, mit den Klängen den Kopf loszulassen und dann einfach so einen Schwebezustand zu erreichen. Ja. Oder auch in eine ganz tiefe Entspannung zu kommen, wo man dann ganz klar wird. Also viele schlafen ein. Aber wenn man die Chance hat, ganz klar zu werden, dann ist das ein unglaubliches Erlebnis. Also dann kann man auch eine richtige Reise erleben. Deswegen nennt ihr es Klangreise. Mhm. Mhm. Und man kann auch also damit einfach im Körper unglaubliche Dinge erfahren. Manche sehen Bilder, die Nächsten, die sagen, ja, wir sind in Sternen. Gehen auf Reise. Die gehen auf Reise, richtig. Mhm. Die sehen da einen Film. Mhm. Ja, also vor deinem letzten Urlaub nochmal. Manche Menschen, die spüren das auch extrem im Körper. Da wird es heiß und kalt und es kommt so ein richtiger Schauer. Sie werden eben durchklungen. Mhm. Ja, also wie du vorhin schon gesagt hast, diese Wellen, die hier so schweben, die durchdringen uns ja auch. Mhm. Ja. Und gerade bei den Kristallklangschalen hat man so das Gefühl, das geht auf der einen Seite raus, auf der anderen wieder rein. Ja, also man kann gar nicht. Ich hatte so fast wie ein Uhrzeigersinn und mal gegen den Uhrzeigersinn. Ja, genau. Also ich hatte auch fast eine dreidimensionale Vorstellung. Ja. Genau, also beim Klang der Gitarre ist das so, dass der draußen bleibt. So, ne? Also den kannst du dort draußen hören. Der Klang von Obertoninstrumenten, insbesondere aber auch von den Kristallklangschalen, der ist einfach drin. Mhm. Ja, also der geht durch einen durch, der überwindet wie Raum und Zeit. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis so darin, dieser Klänge, das Geheimnisvolle oder auch die Mystik. Weil eben dadurch Dinge entstehen, die wir nicht mit dem Verstand beeinflussen können. Das heißt, es ist keine Technik, ich habe neulich gelernt, Technik zeichnet sich dadurch aus, dass man sozusagen es planen kann, was geschieht. Ne? If then, wenn ich das so mache, dann geschieht genau das. Das scheint bei den Klängen überhaupt nicht so zu sein. Also in dem Sinne von, ne, wenn ich diesen Ton bei dir anschaue, dann weiß ich genau, du wirst so oder so reagieren. Du weißt vielleicht, dass die Menschen reagieren, aber wie sie reagieren? Individuell sehr verschieden. Ja, ne? Je nachdem, was jeder gerade für eigene Prozesse, Themen hat, die ihn beschäftigen. Und das wird dann auch dann verstärkt. Kommt nach oben viele Dinge. Ja. Manche brechen spontan in Tränen aus. Mhm. Kommt vorher. Es sind ja schon Leute rausgerannt. So, wenn eine Berührung zu tief ist, womit vielleicht der ein oder andere nicht umgehen kann, dann kommt es auf einmal hoch, ja.
Ja. So, und erstmal kann ja der Mensch damit prinzipiell nicht umgehen, weil wir sind es ja nicht gewöhnt, wenn wir jetzt draußen sind, dass da so viel passiert. Also es ist einfach wirklich eine Erfahrung. Also ich kann mich darauf einstellen, dass wenn ich eine Klangreise erlebe, dass ich was erfahre. Ne? Also so über mich. Über mich? Ja. Dazu muss ich aber bereit sein. Genau. Also im Prinzip den öffnen dafür, ja. Widerstand. Ja. Widerstand auf überall, ja. Weil wir sind ja gerade in unserer Gesellschaft gewohnt, uns zu kontrollieren. Haben sehr früh gelernt, unsere Emotionen zu kontrollieren, keine Tränen zu zeigen, alles Mögliche runterschlucken. Und bei dem Ton habe ich den Eindruck, der überwindet all diese oder untergräbt all diese Abwehrmechanismen oder Schutzschilder, die man da so sicherlich berechtigt als Kind zum Überleben brauchte. Es gibt starke Menschen, also die einfach sich dagegen lange wehren können. Aber wir haben ja 25 verschiedene Instrumente, also irgendwann mal kommt dann der Ton, der auch den letzten dann öffnet, der sich dann die ganze Zeit wehrt. Also das ist so die Erfahrung. Und ihr nutzt während der Klangreisen auch fast alle oder auch intuitiv? Ganz verschieden. Das ist Weil ich habe das so auch erlebt, dass wie beim Jazz. Ja, also das ist frei, was wir machen. Ja. Dass das ihr quasi miteinander kommuniziert. Mhm. Ja. Miteinander über sprecht. Über den Klang. Über den Klang. So kam es mir jedenfalls vor. Ja, also wir sprechen auch nicht nur miteinander über den Klang, sondern auch die Menschen sprechen auch mit uns. Also für uns ist ja auch jede Klangreise anders. Und je nach Menschen, die zu unseren Klangreisen kommen, es sind ja wirklich teilweise Menschen, die haben gar keine Erfahrung damit, dann sind die Klangreisen ganz anders. Und dann gibt es Menschen, die haben schon viel Erfahrung, die zur Klangreise kommen. Da klingt es dann wieder anders. Also weil da dann einfach, tiefer, da geht es einfach tiefer hinein. Manchmal hat man aber auch eine Gruppe, die haben das noch nie erlebt und es geht auch tief. Also man kann das nicht so genau sagen. Und es ist auch völlig egal, was für Menschen da hinkommen, also ob das jetzt Menschen sind, die schon ganz lange ihren Weg gehen oder ob das Menschen sind, die noch nicht mal damit angefangen haben. Mhm. Es ist völlig egal. Also irgendwo an irgendeiner Stelle berührt es dich. Mhm. Ja, und dann passiert was mit dir. Und also in Resonanz gehen. Ja. Habt ihr, ich hatte neulich einen Klangtherapeuten hier zu Gast, der sagte, dass das Monochord tiefer geht als dies aus der Familie der Monochorde mit den Zweitönen. Könnt ihr das so auch bestätigen? Ja, also es hat damit zu tun, dass, also insbesondere bei Menschen, die keine Erfahrung haben. Ja. Also ein Monoton geht immer tief rein. Also so aus therapeutischer Sicht würde man sagen, das Monochord ist eben fähig, den Menschen wirklich rauszuholen und ihn in eine tiefe Entspannung zu bringen. Ja. Bei zwei Tönen, da muss ich schon geübter sein. Also, dass das passiert. Also, es geschieht schon was, aber es ist nicht ganz so tief. Genau. Also, ich finde auch, also deswegen nutzen wir das auch bei unseren Klangreisen, eben die Elfenharfe. Das darf sehr langsam geschehen. Also, wir haben ja viele verschiedene Instrumente und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Elfenharfe nutze, dann hole ich die Menschen ganz langsam und sanft heraus. So, also. Und dazu finde ich dann auch den Klang noch sehr interessant. Es wird mehr Obertöne. Also das ist ja, von der Klang, ja, von der Schwingung her und auch wir spielen ja dann auch noch andere Instrumente drauf auf die Elfenharfe, dann entsteht ja auch wieder was. So, und je nachdem, was auch für Menschen im Raum sind, das spielt ja auch eine Rolle, wie es dann klingt. Ja, also wir sind ja in Resonanz mit den Menschen während des Klangs. Ja. Jeder Ton, also, ja. Also man merkt, dass sind die Resonanzkörper. Ja. Ja. Also man merkt das besonders gut, wenn man mal einen Menschen alleine bespielt, wie stark diese Resonanz ist. Und wenn der dann noch dreimal kommt, erlebt er auch jedes Mal was anderes und jedes Mal klingt das auch wieder anders. Ja, weil die Obertöne, die kommen jedes Mal auch anders, je nachdem, wie geht es dir selber, wo bist du gerade, in welchen Prozessen. Wenn es dir gerade sehr gut geht, dann hast du einen unglaublichen Obertonreichtum. Und wenn es dir gerade sehr schlecht geht, dann hast du nicht so einen starken Obertonreichtum. Ja, also obwohl die Obertöne da sind? Ja, die hört man auch nicht immer. Das ist sehr verschieden. Und
differenziert und sicherlich auch Tagesqualität, Tagesenergie abhängig, so was heute so im Raum ist. Ne? Mhm. Und Thomas, darf ich dich noch, aber du kommst auch aus der Schule des Lebens. Oh ja. Und bist dazugestoßen zu dem Weg. Quereinsteiger, könnte man sagen, ja. Der Quereinsteiger auf den Weg, den Ina schon vorher eingeschlagen hat. Aber als ich euch da beide erlebt habe, konnte ich das kaum glauben, dass wir erst ein paar Jahre dabei sind. Ja, ein paar sind ja noch, sind 5 Jahre. 5 Jahre. Und seitdem wir uns getroffen haben, haben wir dann auch gleich damit begonnen. So. Und hattest du musikalische Vorerfahrung? Ich hatte Didgeridoo gespielt, gelernt zu spielen. Ganz frisch auch, muss man sagen. Und vielleicht ein Jahr lang. Und das ging dann schon ganz gut. Und dann haben wir das sofort verbunden miteinander. Und das hat gut zusammengepasst. Und hat auch von Anfang an die Leute recht tief berührt, möchte ich sagen. Und so hat sich das entwickelt. Ne? Und dann haben wir dann mit dem Klangnetzwerk noch angefangen, auch zu derselben Zeit. Und seitdem hat sich das so entwickelt. Ja. Und Klangnetzwerk, Stichwort. Ja. Ihr habt, wie viele Jahre besteht es jetzt schon? Wann kam die Idee? 2012. Seit 2012. Da kam bei dir, glaube ich, diese Idee, wir müssen uns vernetzen mit anderen Menschen, die zeitgleich eigentlich auch sich auf den Weg gemacht haben. Und das ist ja schon enorm angewachsen. Kannst du ein bisschen was über das Klangnetzwerk oder Thomas über das Klangnetzwerk? Ja, das ist eigentlich so zur selben Zeit entstanden, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Oder vielleicht ein halbes Jahr später. So. Und ja, also es ist einfach so ins Leben hineingeflossen. Da war eine Idee da und die wurde einfach sofort umgesetzt. Also das ist so ähnlich wie mit den Konzerten. Also so vielleicht ungefähr ein Jahr vorher habe ich auch erst angefangen, diese Klangreisen zu spielen. Also da hat mich jemand angerufen aus einer Salzgrotte und hat mir gesagt, ja, hallo, ich habe von einem Musiker gehört, du hast da so tolle Instrumente, willst du nicht mal vorbeikommen, ich habe da eine Idee. Mhm. Und so hat das eigentlich alles angefangen. Ja, das war damals noch in Jena, in Thüringen. Und da bin ich einfach hingefahren, so ganz, ja, ich sage, ich komme mal vorbei. Und so ist das eben passiert. Und was auch ganz interessant war, dass auch unsere Klangreisen wirklich von Anfang an dann auch gut besucht waren. Also die Leute haben das von Anfang an, vom ersten Tag an angenommen und es hat sich ausgedehnt, so seitdem. Mhm. Wieder zurück zum Klangnetzwerk. War das so 2012, die Idee war da und es wurde einfach gemacht. Also ich habe dann einfach in Leipzig gab es dann schon einen Veranstaltungsort und ich war ja damals noch da im Schloss Kochberg, da haben wir dann auch eine Veranstaltung gemacht. Da haben wir getrennt gespielt, ja. Genau. Also er war da und ich war dann in Kochbergen. Wir hatten aber beide dann schon so kleine Gruppen, wo dann Leute auch da waren. Und ich habe dann einfach an alle, die ich kannte, eine E-Mail geschickt mit der Idee, Klangnetzwerk, macht doch mal alle mit an dem Tag. Mhm. Treffen wir uns zum Vollmond. Ich glaube, es war der 21.12. Ja, nee. Ach, auch nee, ausgerechnet, nee, 5. Mai. Ich glaube, der Mai, nee, 21.05. war es, genau. Okay. 21.05.2012 zum Vollmond. Und ja, so hat das angefangen. Und dann waren gleich am Anfang, wow, das ist eine tolle Idee. Und ich weiß nicht, wie viele da dabei waren. Am Anfang gleich 1-200 oder so. Und dann haben sie mir alle zurückgeschrieben, wie toll. Das waren wir selber. Wir haben das auch als ganz toll empfunden und haben auch gemerkt, dass auch unwahrscheinlich viele Leute das angezogen hat. Also auch zu uns sind auch viele Leute gekommen an dem Tag. Das heißt, ihr habt zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten jeder auf seine Weise ein Klangkonzert gegeben. Genau. Und haben uns aber auf diese Weise einfach vernetzt, indem wir gesagt haben, okay, wir geben den Ganzen einen Namen und wir spielen heilende Klänge für dich und Mutter Erde. Also weil ja so die Klänge an sich in uns so viel öffnen und für mich ist das schon auch immer ein Aspekt, der einfach sehr heilsam wirkt auf mich. So, also mich entstresst, mich in Harmonie bringt. In Einklang. Und ja, in Einklang. Mhm. Genau. Und so hat das einfach diesen Titel auch bekommen. Und über diese Intention verbinden wir uns eben bis heute. Und in der Zwischenzeit ist das eben auch schon ein bisschen angewachsen. Und wir verbinden uns immer an Vollmond und Neumond. Also da sind immer zwei. Ach so, das heißt, es gibt zwei pro Monat. Es gibt immer zwei pro Monat, genau. Mhm.
Und ja, man kann auch die genauen Termine dann sich auf der Klangnetzwerk-Internetseite abrufen, wenn man jetzt nicht genau weiß, wann die Termine sind. Und ja, zu dieser Zeit findet das immer statt und jeder kann einfach mitmachen. Also man kann auch von zu Hause aus sich hinsetzen mit der Klangschale und einfach mitspielen, wenn man eine hat, oder auch mit der Gitarre oder Stille. Mit der Stimme. Ja. Oder es gibt auch, ja, in der Zwischenzeit, also haben wir zumindest im deutschsprachigen Raum bei den Leuten, die sich da angemeldet haben bei uns, kann man das abrufen, wer da Veranstaltungen macht. In der Nähe? In der Nähe, in seiner eigenen Nähe auch, ja. Und könnte da zum Beispiel auch anfragen, ob da noch Plätze frei sind. Ob man und das sind kann. Sowohl Musiker als auch Das sind Klangtherapeuten, genau, ja. Künstler. Musiker. Künstler. Mhm. Klangtempelorte, also auch Leute, die Meditationen machen so und dann vielleicht da Instrumente mit hineinbringen. Weil Klangschalentherapie. Klang-Yoga zum Beispiel. Klangschalentherapeuten gibt es ja. Klangschalentherapeuten sind da viele mit dabei. Viele Tausend. Ja, Peter Hess hat, weiß nicht, mittlerweile 15.000 ausgebildet. Also das ist schon ein richtiger Berufszweig, muss man sagen, ja, mittlerweile geworden. Und mit unglaublichem Erfolg. Ja, anscheinend, also, ja. Das ist. Ich kenne einen Menschen sehr gut, die nach so einer Therapie ihr Band, ja, was gerissen war, nicht mehr gespürt hat. Ja, da kennen wir viele so eine Sachen, aber ja. Ja. Das wäre doch auch mal, also ne, wir gleich heben uns auf, weil das fände ich schön. Wir sind ja in einer Zeit, leben wir, wo immer mehr Menschen skeptisch gegenüber der Schulmedizin sind oder ja, klassisch heißt ja auch nur 100 Jahre alt. Ja, also einer konventionellen Medizin folgen. Und auf einmal entdeckt man, dass das Große so einfach ist, wie Goethe das so schön ausgedrückt hat. Es stimmt den Menschen gar verdrießlich, dass das Große so einfach ist. Es stimmt ihnen verdrießlich. Ja, wir hätten es gern kompliziert und es gibt natürlich auch viel mehr Geld, wenn man es kompliziert macht und damit es ja keiner versteht. Aber der Klang, der ist einfach. Ja. Der ist was Einfaches und da muss man auch nicht so viel reden. Also ich finde es für mich auch oft sehr anstrengend, wenn ich dann reden muss. Vor und nach den Klangkonzerten machen wir das, weil wir auch den Leuten viel erklären, also noch die Instrumente erklären. Also so insbesondere auch an den Orten, wo eben viele neue Leute kommen. Ja. Aber für mich persönlich ist der Klang wirklich etwas, wo ich abschalten kann. Ich habe auch keine Gedanken mehr, währenddem ich spiele. Es ist einfach leer und ich empfange die Klänge. Und das ist einfach auch für mich selber ein wunderschönes Erlebnis. Und ja, ich wünsche, dass es den Menschen auch passiert, die zuhören. Und dass sie, sie können, wie auch immer, inspiriert werden. Auch eine CD gemeinsam, du hast schon vorher welche produziert, aber ihr zusammen habt eine Kristallklangwelten-CD erstellt. Das heißt, die Menschen können sich das sozusagen auch auf jeden Fall, ja, in ihr Wohnzimmer auf ihren Aufnahmegeräte bzw. Abspielgeräte. Mhm. Manuela Kirchberg und Thomas Plum, Kristallklangwelten. Was bleibt, ist der Moment. Mhm. Das heißt, wie beim Goethes Faust, das heißt, Augenblick, verweile, denn du bist so schön. So innen. Ja, genau. Das im Augenblick sozusagen das einzige Tor ist zur Ewigkeit. Und der Klang ist vielleicht so eine Art Schlüssel? Ja. Der öffnet das, genau. Ja. Das merkt man gar nicht. Das ist einfach. Wie kannst du da vielleicht oder du berichten? Du hast jetzt erlebt, du wirst ja schon gemerkt haben, dass danach irgendwie, dass du woanders warst mit deinem Bewusstsein, mit deiner Aufmerksamkeit ganz also tief in dir drin oder. Ja, erzähl doch mal. Ich meine. Das Erlebnis war viele, das, ja. Viele Menschen, die viel nachdenken, so sagen mir immer, ich habe so einen Terroristen da oben, der dauernd schnattert. Ja, ja. Oder ne, mit neuen Ideen kommt oder sonst was. Und. Ja, ich habe schon gelernt beim Abwaschen. Ja, das Meditativ, ja. Oder beim Bügeln. Ja, ja. Ja, zu sagen, okay, ich mache jetzt das, nur das und denke nicht daran, was ich in der gleichen Zeit hätte vielleicht machen können. Ja. Aber bei dem Klang tatsächlich dieses sich völlig einlassen oder dieses Erleben, ne, dass der Klang in unglaublich, ja, welche Bewegungen er macht, ihm zu folgen. Also man ist völlig im Jetzt. Genau. Das kann ich voll unterschreiben. Ja, da gibt es keine Gedanken.
dahinter, was könnte ich nachher sagen, was wollen wir einkaufen oder so. Das hast du vielleicht kurz am Anfang und dann sollte es eigentlich Ruhe geben irgendwann noch. Aber auch leicht. Ja, genau, man merkt es. Es war nicht anstrengend, hey, sei still oder so, ja. Bei vielen Sachen oder so, sei still. Nein, der Klang hilft, im Jetzt zu sein. Genau. Ja, und auch gute Ideen zu bekommen, denn, weil wenn der Kopf dann leer ist, dann kann ja da können ganz viele Dinge hineinfallen. Das ist ja, ja so ein Meditationslehrer, genau, ne? Ich glaube, so ein Schüler fällt mir da gerade ein. Teezeremonie, ne? Und dann gießt der Lehrer ein und übergießt es. Also das ist immer, hey, was machst du denn? Ja, sagt er, wenn du nicht leer wirst, kann nichts reingehen. Ja, also das, da sprichst du auch noch was an, was mir sehr, sehr wichtig ist in unserer heutigen Zeit. Also ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und nehme auch sehr viel wahr. Und ich sehe einfach, wenn ich so draußen unterwegs bin, so viele Menschen, die einfach so überfüllt sind mit wirklich Dingen aus ihrem ganzen Leben, die sie nie losgelassen haben. Und alles, was ja sowieso dann auch noch rumkursiert, also in der Umwelt. Und der Klang gibt einfach die Möglichkeit, loszulassen und einfach auch was anderes zu erleben, in was anderes einzutauchen, in sich selber einzutauchen. Rucksack, den wir da mitschleppen an Erinnerungen. Den mal kurz abzusetzen, genau. Der wird abgelegt. Genau, man kann den auch liegen lassen, wenn man möchte. Was kann man? Man entscheidet das, also man kann den dann auch liegen lassen, wenn man möchte. Also man entscheidet dann selber, ob man das dann wieder aufsetzt und damit dann wieder weggeht oder ob man das einfach loslassen darf und es geben Schöne kann. Schöne Idee. Ja. Mit dem Rucksack. Ja. Ja, die Leute gehen ja krumm. Ja? Gebückt nach vorne, um den Rucksack zu schleppen und mal ohne Rucksack gehen. Ja, das erleben wir schon, dass viele dann rausgehen oder hinterher dann nach einer kurzen Phase der Findung vielleicht wieder danach sind, nach einer halben Stunde sind die, man fühlt sich einfach leichter. Oder? Das ist, weiß nicht, war das bei dir? Könntest du sowas wahrnehmen, dass dann hinterher irgendwie, also hören wir von vielen, dass es irgendwie danach doch beschwingter sind oder? Also auf alle Fälle beflügelt, harmonisiert. Leicht angehoben, harmonisiert, genau. Ja. So eine Dinge passieren dann auf den Klangreisen. Und das ist das Heilsame, was in der heutigen Zeit so also selten geworden ist im täglichen Stress und Alltag halt. Ne? Und das ist schön, dass wir das den Menschen schenken können oder geben können. Und euch selber. Das, auf jeden Fall auch. Das hat ja Manuela eben betont. Also ohne dass das selber wäre, würde ich das ja gar nicht tun. Ja. Also es geht ja schon auch darum, dass man selber, dass es einem selber gut geht bei den Dingen, die man tut. Ja. Und gerade bei den Dingen mit Klang ist es ja auch besonders wichtig, weil es wirkt ja alles auf die Menschen. Ja? Die Menschen öffnen sich durch den, oder die Klänge öffnen sich, also öffnen den Menschen und... ohne mit der Brechstange. Ja, genau. Ja? Ganz harmonisch. Ohne mit der Brechstange. Ihr habt, ich liebe euch ja mit diesen beiden Geräten, die ihr noch mitgebracht habt. Handpans, nein, wie hießen sie? Ja. Handpan. Also ja, also der Überbegriff Handpan. Wie Handpan? Handpan. Also Handpan. Weiter ausholen. Genau, könnte man weiter ausholen. Könnte man weiter ausholen. da ist auch die zum Handwerk. Ne? Um die 2000, also im Jahre 2000, das war übrigens auch das Jahr, wo die Klanglege zu mir kam, das muss ein ganz besonderes Jahr gewesen sein, ist auch diese Urinstrumente entstanden, der Handpan, nämlich das Hang. Das Hang, das muss ich doch aufstehen. Ja, mach nichts. Ja, das Hang von der Schweizer, von diesem Schweizer kleinen Zweimann-Unternehmen, die da ein paar Jahre dran entwickelt haben. Und ich kann ja hier einfach mal so. Das sieht aus wie so ein kleines UFO. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, wow, das war so draußen in der Natur. Das Instrument, das ist das Besondere am Instrument, ist eigentlich, dass es gebaut wurde für Menschen, die eigentlich keine Musiker sind. Also das war eigentlich so die Grundintention. Und ich denke, das ist eigentlich auch die Intention bei den Klängen. Also wenn sich jemand hingezogen fühlt, dann macht das. Ja, also dann kauft euch eine Klangschale oder eine Elfenharfe oder macht das, also weil es einfach nochmal ein anderes Erleben ist, selber ein Instrument zu spielen und die Klänge wahrzunehmen.
Ja, oder auch die eigene Stimme zu nutzen natürlich, wenn man möchte. Ja, also als nur zuzuhören. Aber zuhören ist genauso wichtig. Also das machen wir auch. Ja, also das wir auch ist natürlich. Deswegen wie gesagt Jazz. Ja, wir hören auch Free Jazz. Ja, also wir hören auch mal nur zu. Also auch hinlegen auf die Klangliege und der andere spielt. Also dass wir einfach auch selber in diesen Genuss kommen. Ja? Also es durch und durch einfach zu mögen und zu lieben diese Klänge. Also es selber zu erfahren, aber es auch selber zu geben. Ja. Und hier bei diesen Handpans, das sind eben schon richtige Instrumente, die wurden natürlich dann von den Musikern, wurden die denen dann aus der Hand gerissen und die haben dann auch Schulen gegründet damit. Und weil es einfach so speziell ist. Also man kann es sowohl als auch nutzen, also sowohl als Musiker. Harmonieren auch miteinander. Grundstimmung, ne? Die auch. Wunderbar. Also wir bringen ja auch die Obertoninstrumente alle zusammen. Also ja. Aber auch normale Instrumente? Aber auch normale Instrumente, also manchmal auch mit Was wäre jetzt ein normales Instrument? Ein Klavier. Eine Geige. Flöten, also klassische Instrumente. Klassische Instrumente ist eigentlich der richtige Ausdruck dafür. Normale Instrumente, klassische Instrumente. Orchesterfähige Instrumente. Ja. Von studierten Musikern. Die das gelernt haben. Okay, weil nicht so intuitiv, wie wir das machen. Ja, also um eine Geige zum Klingen zu bringen, bedarf es schon auch ein bisschen Übung. Ja. Also das, wenn sie gut klingen soll. Ja. Wenn sie gut klingen soll. Ja. Ne? Also wobei ich ja glaube, also meine Philosophie ist ja, und ich würde das gerne mal machen, aber ich habe noch niemanden gefunden, der mir dafür sein Instrumentenlager zur Verfügung stellt. Ja. Also ich glaube, dass das gehen würde, wenn man mal mit Leuten einen Workshop macht, so über einen Tag. Und man bringt diese Menschen in die Intuition des Fühlens und sagt denen einfach so, jetzt schaut mal hier unter den 100-200 Instrumenten, wo ihr euch hingezogen fühlt. Und dann geht ihr dahin und guckt einfach, wie funktioniert das, wie spielt das. Also ich bin überzeugt davon, dass die am Ende des Tages da Töne hervorbringen können, die auch gut klingen, die sie selber berühren und die wir vielleicht auch alle zusammenbringen könnten. Fällt mir gerade die Geschichte der Enkelin einer Freundin ein, die das erste Mal ein Klavier gesehen hat, setzt sich hin, legt alle 10 Finger da drauf und sagt dann zur Großmutter, du musst dich jetzt so hinstellen mit der Hand auf das Klavier und dann machen wir das zusammen. Du musst aber machen. Das heißt, da kam mir natürlich sofort, dieses Mädchen war sozusagen in einem anderen Leben offensichtlich schon mal am Klavier unterwegs. Könnte ja gut sein. Also 200 Instrumente. Da findet ihr da was. Da findet ihr da was, genau. Ja, oder die Stimme. Genau, und, und dabei finden wir natürlich auch uns selber vor allem. Also mir geht es schon darum, einfach, also über unsere Intuition und über den Klang finden wir uns selber. Also mir ging es mit dem Klavier ähnlich. Und also zum Glück hatte ich Eltern, die mich dann hingetrieben haben, du brauchst einen Lehrer, du musst jetzt dies und jenes tun, du musst das ausbilden, sondern dass ich eigentlich Eltern hatte, die mich gelassen haben. So. Das heißt, das über den Ausdruck. Genau, also über den Ton vom Klavier habe ich zu mir gefunden. Es hat mich einfach immer wieder beschwingt und hat mich so, ja, also ich hatte mit Schule, mit der Umwelt, so bin ich nicht so leicht zurechtgekommen und das Klavier hat mir einfach geholfen, immer wieder zu mir zu finden und da durchgehen zu können durch diese Welten, die mich hier erwartet und beeinflusst haben und mich immer wieder von mir weggezogen haben. Ja. Also das heißt, du hast täglich, möglichst täglich auch dran gesessen? Ja, also wenn ich konnte, also insbesondere wenn ich gemerkt habe, ich bin gar nicht mehr bei mir, ich bin gar nicht ich und ich bin als Kind dann durchgedreht, also ich konnte mit mir nicht mehr umgehen, war für mich das Klavier einfach dieses Instrument, was ich brauchte und das fing beim ersten Ton an. Ja, also ein Ton selber gespielt auf dem Klavier, da fing das an, da merkte ich richtig, wie ich in mich zurückgelaufen bin. So. Also ich habe es bei mir gemerkt, dass ich das manchen Tagen eben sehr viel Moll gespielt habe. Ich habe auch nicht von Blatt, sondern nur einfach so Moll und im anderen
ja, drei Klänge im Dur-Bereich. Mhm. Ja, also etwas Freudiges. Ich habe mal von Mozart gehört, dass er gesagt hat, die leichten Dinge hat er immer komponiert, wenn es ihm nicht so gut ging. Und die schweren, also schweren man, also auch so ein Mozart entwickelt, dann, wenn es ihm gut ging. Und dann sagte man so, oh, da muss er viele Zeiten gehabt haben, wo es ihm nicht gut ging. Ja, also was ja dann auch noch ganz spannend ist, ist ja sozusagen, also erstens mal diese Ebene für sich selber, das eben zu tun. Also das war das Klavier in erster Linie. Also später kam es dann sogar dazu, dass es dann zufällig passiert, dass mal jemand irgendwie plötzlich, als ich im Theater saß und da gespielt habe am Flügel, und da klingt ja so unglaublich toll, ich habe dann irgendwie den Flügel auch auf Obertöne gespielt. Das ist so eine ganz bestimmte Spieltechnik, die man da anwenden kann, wo man sehr viele Obertöne rauskriegt aus dem Flügel. Und da kam dann da rein und sagte, oh, bitte spiel mal für mich. Und das war dann für mich ganz, ganz erstaunlich, was dann passiert ist. Also weil ich habe dann für ihn gespielt, da habe ich dann irgendwas gespielt, das hatte ich auch noch nie gespielt. Und er hat dann auch die ganze Zeit da gesessen und geweint. Und ich habe dann wirklich so richtig gespürt, wie es durch mich durchgekommen ist. So. Mhm. Und meine Hände sich da so bewegt haben und ich habe zugehört und er hat auch zugehört und war einfach völlig berührt und musste weinen. Mhm. Also, und dann, also das war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, aha, also ich kann sozusagen mit dem Klang auch tatsächlich was für andere bewirken. So, indem ohne, ich mich, dass du es planst. Genau, ich bin der Magier. Ja. Ne? Also es gibt ja viele, gerade in so heileren Berufen unterwegs sind, die das Ego so sich aufbläst, weil sie es sind, die das und das bei den anderen Menschen erreichen. Das ist ja hier ganz was Sanftes und nicht Vorhersagbares. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist auch sogar so, dass wenn das Ego reinkommt oder manchmal auch im Klang, wenn irgendwie jemand denkt, so, also früher beim Klavierspielen habe ich mich dann verspielt. Also weil wirklich, ich konnte nur, wenn ich verbunden bin. Das ist bis heute so. Also wenn ich nicht verbunden bin, dann geht gar nichts. Also ich bin ein Mensch, der ist verbunden und ich glaube, das ist durch die Musik und durch den Klang. Ja. Und durch nichts anderes. Also ich könnte mir ein Leben ohne das nicht vorstellen. Also ohne Musik. Da könnte ich nicht mehr verbunden sein. So, das hilft mir einfach, ja, da zu sein und zu fühlen und wirklich Mensch zu sein. So. Das ist etwas, was uns heute tatsächlich abhanden gekommen ist, sich selber zu fühlen, den Körper zu fühlen, gerade bei den Männern. Uns Männern ist das nicht in die Wiege gelegt, sich selber zu fühlen. Ne? Sag mal, der Menstruationsschmerz oder wie auch immer zwingt die Frauen, sich zu fühlen. Bei den Männern ist es so wie Maschinen. Ne? Das sind Maschinen und die haben immer zu funktionieren. Und mit dem Klang, ja, ich habe, also wenn ich dran an euren Gong denke. Ja, das ist mächtiger. Das 1,30 oder was? 1,50, ja. 1,50 sogar. Der aus Java stammt oder zumindest die Art dieses Gongs. Da habe ich schon gemerkt, wo in meinem Körper der resoniert hat. Das ist ein mächtiges Werkzeug. Das ist so eine Art Ortungsgerät gewesen. Das fand ich spannend. Also nicht vorhersagbare, aber doch also Wirkung. Ihr wisst, es wirkt irgendwie immer. Ja, das auf jeden Fall. Nicht vorhersagbar. Ja, also man kann schon auch wirklich Dinge tun. Also zum Beispiel, das macht man dann vielleicht eher auch, wenn mal jemand so einfach zu mir kommt und sagt, hey, ich habe da ein Thema, das will ich gerne bearbeiten, ich komme da hier auf meinem Weg oder in meiner Firma jetzt gerade nicht weiter und brauche da einfach mal eine Idee, was kann ich tun, da gibt es einen Konflikt. Da können wir auch einfach sagen, okay, wir suchen uns mal einen Leitsatz oder legen eine Intention in den Klang. Eine Absicht. Eine Absicht, ja. Also, und mit dieser Absicht gehen wir dann auf die Reise. Ja, also mit dieser Absicht spielen wir dann diese Klangreise. Und das ist auch nochmal, also man kann da schon auch eine Absicht hineintun. Also trotzdem weiß man natürlich nicht, man weiß nicht, was passiert. Also der Klang geht genau weiß man nie. Aber der Klang, der zeigt dann auch schon, also der bearbeitet dann auch wie die Konflikte. So, ne? Also man spürt dann auch auf der Klangreise, was da los ist. Ja. So, ne? Also was da geschieht. Und es tut sich in der Regel immer harmonisieren. Ja. Also es verändert sich dann das. Also es
es schwingt zusammen, es kommt in Resonanz, dadurch beginnt das andere Teil auch zu schwingen und dann kann sich das lösen in diesen Bewegungen. So, ne? Ja. Dann lösen sich die Blockaden, was auch immer, der Energiestau. Ja, und ja, der andere Klangtherapeut hat zum Beispiel gesagt, ja, bei einer Behandlung eines Koma-Patienten, ne, der hat immer ja, Verstopfung. Mhm. Und nach der es löst sich, ja. Das hat sich gelöst, kann ich mir gut vorstellen. Aber richtig gut. Ja. Richtig gut. Ja, bitte, erzählt doch einfach nochmal ein paar Beispiele, wo über die Wirkung vom Klang. Das war ja jetzt bisher relativ abstrakt. Das ist es immer. Klar, ist nicht voraussagbar, aber ihr habt ja unglaublich viele. Und gerade du, wenn du die auf der Klangliege. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also wir machen das auch selber. Also wenn wir selber, wenn es uns mal nicht gut geht, das ist ja bei jedem Menschen kommt das vor, ja, dann bespielen wir uns auch selber und dann gehen wir einfach mit der Absicht da rein. Also auch bei einer ganz normalen Erkältung kann man das tun. Dass man sich da einfach, also einer legt sich drauf auf die Klangliege, der andere spielt und dann kommt die Absicht hinein, okay, es darf jetzt einfach heilen. Ja. Meistens ist eine Erkältung auch ein Reinigungsprozess und die Klänge, die können natürlich. Die unterstützen das. Die unterstützen den Reinigungsprozess. Also deswegen fühlen wir uns, das ist auch der Grund, warum wir uns dann leichter fühlen nach einer Klangreise. Ja, also dass eben einfach da viel weggeht von uns auch. Emotionale Schwere und emotionale sowas. Emotionale Schwere, ja, genau. Die Dinge verursachen dann ja mitunter erst später Krankheiten, Symptome, Beschwerden, Energiestaus, was auch immer, Blockaden. Ja, und bevor die Blockade da sind, wenn man immer wieder in Einklang kommt, kommt sie gar nicht erst zu dieser Blockade. Oder die lösen sich schon vor der Entstehung oder währenddessen sie gerade entstehen wollen. Es löst sich einfach auf und es passiert immer was nach so einer. Habt ihr das auch, dass sich sozusagen körperliche Blockaden lösen? Also zum Beispiel jetzt, jemand, der einen Venenstau hat oder irgend sowas in der Richtung? Neulich war meine Frau bei mir, die hatte einen Hexenschuss 3 Wochen lang und die konnte eigentlich kaum die Treppe hochlaufen. Ja, die Treppe ist und also das Interessante ist, dass sie, dass ihr Mann ist ja Arzt und die Ärzte glauben ja immer nicht an sowas. Und also sie kam und eigentlich war das jetzt nicht der Grund, warum sie zu mir gekommen ist. Also sie hatte eigentlich ein anderes seelisches Problem, was sie bearbeiten wollte. Aber zufälligerweise hatte sich das ergeben, dass eben 3 Wochen vorher auch noch der Hexenschuss dann kam. Ja, dann legte sie sich auf die Klangliege, wir haben dann ein bisschen geredet und haben dann auch eine Absicht reingegeben. Und es war auf jeden Fall so, dass sie dann also die Treppe wieder gerade hinunterlaufen konnte und dann wirklich einen Tag später dann auch der Hexenschuss weg war. Aber das hatte natürlich dann auch mit dem Thema zu tun. Ja. Ne? Also das kam dann einfach hoch und konnte dann gehen. Ja. Also es können da schon Dinge geschehen. Also es muss einfach auch eine gewisse Offenheit dafür da sein. Also wir können ja immer frei entscheiden, gehen wir zum Arzt, wenn wir irgendwas haben. Also so in dem Sinne, ich habe einen Schnupfen, ich gehe jetzt mal zum Allgemeinmediziner und lasse mir da einfach so ein paar Tabletten verschreiben. Oder mache ich das jetzt zu Hause mit Omas Rezepten und trinke einfach eine heiße Zitrone mit Honig? Oder probiere ich andere Sachen aus? Also für mich ist das schon immer so, dass ich einfach gerne ausprobiere. Also weil ich will was wissen vom Leben. Also es ist für mich immer schwierig, mir was vorsetzen zu lassen. So, ich muss das für mich erfahren, damit das für mich auch die Wirklichkeit ist, die Wahrheit. Deswegen auch dein Aufruf an die Zuschauer. Wenn ihr euch zu irgendwas hingezogen fühlt, ja, nicht dran denken, ich kann das nicht. Genau, einfach tun. Sondern kauft euch ein Instrument, ausprobieren. Oder geht wohin, wo ihr das mal ausprobieren könnt. Genau, also ihr könnt selber machen. Also es gibt zum Beispiel bei uns auch eine Möglichkeit. Wir haben eine Gruppe, die spielen mit Monokorden einmal im Monat, wo wir dann, wo man sich da ausprobieren kann. Gruppenarbeiter. Wo wir dann wirklich in der Gruppe auch Gruppenarbeit machen mit den Monokorden, wo man dann spielen kann und das auch lernen kann. Ja. Damit umzugehen, bevor man jetzt so weit geht, sich zu Hause eins hinzustellen und zu sagen, ich will das selber machen. Ja. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es selber. Genau. Ja, und auch die Hemmung verlieren, zu sagen, ne, beim Klavier oder ne, klar, bei der Geige. Musst du schon können, ja. Bei der Geige ist es, ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert, vielleicht klappt es ja doch, aber um da einen sauberen Ton hinzubekommen,
ist bei mir sozusagen der Gedanke, ich müsste dafür viel. Ja. Wenn ich diesen Gedanken einfach erstmal auf den Komposthaufen werfe, könnte es ja sein, dass der Ton wunderschön ist. Aber es kann auch einfach sein, dass es nicht dein Instrument ist. Oder das. Also es gibt es bei mir auch. Es gibt bei mir auch Instrumente, die sind nicht meins. Also da komme ich nicht ran. Ja. Aber ansonsten muss ich erlauben und sagen, okay, dann ist es eben so. Dann gehe ich halt weiter. Gibt ja genug andere. Und du nimmst auch die Stimme dazu. Ja. Die menschliche Stimme ist ja mit einem der schönsten Instrumente. Womöglich auch das Mächtigste. Das Mächtigste. Ja, wenn man damit umzugehen weiß. Ja, die menschliche Stimme, das wäre, glaube ich, noch ein weiteres Interview. Ja. Weil es einfach auch so weitreichend ist, weil man auch damit selber so viel tun kann. Mit der menschlichen Stimme. Also auch für sich, erstens für sich selber, aber zweitens auch natürlich in der Klangreise. Also immer wenn ich das einsetze, da merke ich auch, das ist sehr, da weiß ich immer nicht, was kommt da heute für einen Ton raus, was passiert da. Manchmal kommt überhaupt, brauche ich auch irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten lang, bis überhaupt irgendwas durchkommt, ja. Und es ist einfach interessant, weil diese menschliche Stimme, die ist nochmal sehr akkurat, auch mit den Energien, die in einem selber sind, die einen umgeben. Die transportiert einfach noch was ganz anderes als diese Instrumente. Also die Menschen, die jetzt nur mit der Stimme arbeiten, die würden vielleicht auch sagen, du brauchst nichts anderes. Die menschliche Stimme, die reicht. Aber es war jedenfalls eine wundervolle Ergänzung. Und ich kann nur sagen, wenn ich in Treppenhäusern bin zum Beispiel, probiere ich das immer aus, ob ich die Eigenschwingung des... Tunnel, so. Ja, Brücken, das war jetzt Brücken, hier gibt es ja etliche Brücken in Leipzig, wenn man da mit dem Paddelboot runter ist oder zu Fuß. Oder neulich in der japanischen Sauna, ne, dass ich da nur ganz winzig, ohne Anstrengung einen Ton... Und das dröhnte da drin. Aber angenehm. Angenehm. Also die selber machen. Sich selber spüren auch dadurch. Sich selber spüren und die Freude. Mhm. Ja, beim selber machen, statt einfach nur aus der Konserve sich das anhören und sagen, ja, ich kann das ja sowieso nicht. Mhm. Wie viele Menschen habe ich gehört, ich kann nicht singen? Ja, bei allen Sachen. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich kann nicht atmen. Singen. Ja, wunderbar. Also dich habe ich jetzt nicht gehört. Hast du? Nein. Aber das könnte mal ein mittelfristiges Ziel noch sein, auch der eigenen Weiterentwicklung. Dass du auch sozusagen zwischendurch deine Stimme mit einsetzt. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Also das war es bei mir auch. Also aber ich habe gespürt, es muss. Also das ist halt so ein Herzenswunsch, der einfach so aus mir rauskam. Und da habe ich schon eine Weile gebraucht, auch da mit mir zu arbeiten, also insbesondere auch mit diesem, also bei der eigenen Stimme hatte ich immer so ein, das hatte auch was mit Mut zu tun, die einzusetzen. So, ne? Mut. Also also jetzt ist das nicht mehr das Thema, aber also so ganz am Anfang war das wirklich so. Also es hat einfach eine Weile gedauert, ehe ich das. Wir wurden bewertet. Ja, ich mir das getraut. Wurden wir dauernd bewertet, wie wir was gemacht haben, statt dass die Freude in uns sozusagen gepflegt und gehegt wurde, sich auszudrücken, sich einzustimmen, und einfach auszuprobieren. Und ne, das ist ja, was ihr macht, ist ja auch eine ständige Improvisation, ein Free Jazz auch mit anderen Mitteln, aufeinander hören, sich einlassen und gar nicht wissen, wo eigentlich die Reise wirklich hinführt. Aber das ist ja das, was das Leben ausmacht. Also wir leben eigentlich nur mit den Klängen und in den Klängen und dadurch. Ja. Und das ist eigentlich auch schön. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich etwas reproduzieren müsste. Also das wäre für mich wahnsinnig schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja. Und ich bewundere die ganzen Musiker, die das tun können. Ja. So, also das einfach hat sich ganz anders gehört als auf der Schallplatte beim Konzert. Ja. Also, wobei ich jetzt von denen auch weiß, dass ich natürlich, dass jedes Konzert anders ist und so. Das stimmt schon auch. Aber dass Menschen da sogar unzufrieden sind, ne, dass sich das nicht genauso angehört hat wie auf der Schallplatte, das ist eigenartiges Denken. Gibt es für euch noch Ziele in der Weiterentwicklung? Also natürlich. Wir haben gesagt, das Klangnetzwerk, das ist innerhalb von 4 Jahren so angewachsen, dass, was habt ihr vorhin gesagt, etwa 500, bis zu 500, einfach 500 Orten gleichzeitig
zu Vollmond, zu Voll- und Neumond, ja. Genau. Ja, also ich vermute, dass es jetzt schon viel mehr Orte sind. Also wir können das nicht mehr überprüfen. Und ich habe auch nicht die Zeit, einfach mir alle aufzuschreiben, die jedes Mal sich da melden. Und dann machen ja auch noch viele mit, die das einfach nur irgendwo lesen. Ja. Ja, also das Klangnetzwerk, es ist also mir auch ein Anliegen, dass sich die Klänge ausdehnen. Also sowohl, dass Menschen beginnen, damit zu arbeiten, als auch Menschen, die einfach hingehen. Und es eben auch an Tagen global zu vernetzen, weil ich eben einfach weiß, dass die Klänge viel machen. Und wenn ich die untereinander auch noch bewusst vernetze, dann umspannen sie wie so ein Klangteppich über die Erde. Ja, ja. So, ja. Also, und das ist einfach ein schöner Gedanke, also dass dieses geschieht. Und daran werden wir einfach weiter arbeiten. Und es gibt natürlich auch noch Ideen, was wir im Klangnetzwerk noch tun könnten. Also insbesondere, dass wir vielleicht auch ein kleines Festival mal organisieren. Mhm. Das ist aber schon auch noch Zukunftsmusik, weil dafür braucht es natürlich auch noch geeignete Partner. Und ja, Investoren, genau. Die müssen was vorlegen. Aber ja. Das Geld ist da. Ja. Mit Sicherheit. Und natürlich, ja, also auch wir selber in unserer eigenen Klangentwicklung. Mhm. Wir spielen ja so kreuz und quer durch Deutschland und auch Schweiz, Österreich. Ja, so viele Klangkonzerte auch an besonderen Orten. Wir verbinden das auch natürlich mit klassischen Instrumenten oder auch mit Sprache. Mhm. Also haben dann auch noch andere Künstler mit dabei. Und für uns ist immer wieder interessant, einfach Partner zu finden, die tolle schöne Häuser, Orte, ja, schöne Räume, Häuser, ja. Orte haben. Klangräume, Kirchen. Ja. Um einfach mit uns gemeinsam dieses zu erleben. Also es ist einfach immer wieder ein Erlebnis. Die Leute, die sind berührt. Und ich finde manchmal, dass das Thema Klang zu abgeflacht behandelt wird. Mhm. Also vielleicht liegt es auch daran, dass es da auf dem Bereich sicherlich auch einige Leute gibt, die da arbeiten, die das vielleicht ja, auf eine Weise tun, wie es anderen nicht gefällt. Mhm. Und es deshalb abgeflacht ist. Also ich weiß es nicht, woran es liegt, aber meiner Meinung nach wird es einfach zu flach behandelt. Ich denke, braucht ihr euch nicht mit zu beschäftigen, ja, weil ihr euch auf den Weg gemacht habt und andere einladet, euch also anzuschließen. Das Klangnetzwerk darf weiter wachsen. Ne? Genau. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Kann sich dort auch eintragen. Der kann sich da eintragen, genau. Es gibt das ein Gästebuch, wo man sich jedes Mal einschreiben kann. Man kann auch einfach eine E-Mail schicken und sich ein Newsletter bestellen. Mhm. Oder man kann auch sich ins Klangregister eintragen, wenn man Therapeut ist. Also wir haben da eine Sammlung auch, da also ist vielleicht insbesondere auch für den deutschsprachigen Raum interessant, wo einfach jeder, der Klangtherapeut ist oder Künstler in der Richtung arbeitet, Instrumentenbauer, sich einfach eintragen kann mit Internetseite und Foto und einer kleinen Beschreibung, was tue ich, was mache ich, und sich das so auch vernetzt, ja. Und wir da auch in der Richtung vielleicht das eine oder andere noch vorhaben, dass wir vielleicht mal einen Gesamtnewsletter anbieten, wo wir dann mal alle Veranstaltungen für alle veröffentlichen. Ja. Also und ihr habt noch einen Verein gegründet. Den Klangnetzwerk. Den Klangnetzwerk Netzwerk, ja. Genau. Ja. Mhm. Der das wo quasi Menschen organisiert. Sind, die euch ein bisschen unterstützen. Ja, genau. Weil genau. Da kann man Fördermitglied werden, auch im Klangnetzwerk e.V. und kann das unterstützen. Also es gibt ja auch viele Klangleute, die einfach da ohne Budget arbeiten. Und denen wollen wir auf jeden Fall die Möglichkeit geben, sich dort kostenlos einzutragen. Ja. Es gibt natürlich auch Klangleute, die schon ein bisschen mehr Geld verdienen oder die auch überhaupt Geld verdienen. Die werden dann Fördermitglieder. Super. Und, man darf es gerne unterstützen. Man darf es natürlich gerne unterstützen. Ich danke euch von Herzen, dass ihr hier wart. Und ich freue mich, ich sage das ganz offen, schon auf die nächste Klangreise. Und vielleicht, wenn ich jetzt abmoderiere, unterstützt du mich nochmal mit... Der Thomas, bitte mit dem... Ja, mit dem anderen. Die russische, Thomas, ukrainische. Thomas. Die hat einen sehr speziellen Namen, wo man sich immer wieder die Zunge dran bricht. Yatra Yantra. Okay. Wie heißt sie? Yatra Yantra. So was wie eine heilige Trommel, würde ich das jetzt übersetzen. Ja. Genau, die wurde speziell für Therapeuten gebaut. Ist angelehnt an die... an das Original Hang. Ist dann eine ukrainische Weiterentwicklung nach 10 Jahren, wenn man das so sehen will. Okay. Wobei das schon ein anderer Bauart ist, aber es zählt zu der Familie der Handpans. Musik.
Liebe Zuschauer, mit diesen Klängen verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Gespräch Mut gemacht hat, sich selber auf den Weg zu machen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Erich Kästner, und die Wohltat entdecken, die mit den Klängen und zumal den Selbsterzeugten zusammenhängen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude auf der Entdeckungsreise und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Neue Horizonte TV.